Also weißt du, Cruz, ich verstehe überhaupt nicht, wieso du hier eigentlich Trübsal bläst. Wieso nimmst du nicht den nächsten Flieger, jettest nach Mexiko und besuchst die Eltern? Du könntest doch Weihnachten mit ihnen und den Kindern verbringen. Ich wünschte, das ginge, aber wir haben Nebel. Der Flughafen ist leider geschlossen. Es geht nichts raus. Ach, im Moment hast du nicht gerade das Glück gepachtet, hä? Immer noch keine Nachricht von Eden? Ist das der Mann? Das ist er, Cruz Castillo. Er ist so unglücklich, wie ein Mensch nur sein kann. Das Letzte, was er jetzt gebrauchen kann, ist, diesen Abend allein zu verbringen. Aha. Also, wenn du nicht nach Mexiko fliegst, was willst du dann heute tun? Ich weiß nicht. Wollen wir nicht zusammen essen? Das wäre unser erstes gemeinsames Weihnachten nach langer Zeit. Ich bezahle auch. Also, tja, im Grunde schlage ich nie eine Einladung aus. Doch leider muss ich hier die Bar offen halten, weißt du? Ja, schon gut. Na, wenigstens habe ich dich gefragt. Dann gehe ich eben rüber zur Polizeiwache und sehe nach, was die Jungs machen. Das werden dann ja sicher aufregende Weihnachten. Na ja, vielleicht kann ich so einen armen Teufel ablösen, der Nachtschicht hat. Dann kann er wenigstens nach Hause zu seiner Familie. Cruz, das nenne ich eine christliche Gesinnung. Na, halt den Rest. Unterhalte du dir deinen Glauben. Aber ja. Guten Abend, mein Herr. Können Sie mir vielleicht sagen, wie spät es ist? Ja, es ist 7:45. Ah, was für eine schöne Zeit, finden Sie nicht? Und was für eine schöne Nacht für diese Uhrzeit, nicht wahr? Wie Sie meinen. Hey, da bist du hier. Wo willst du hin? Ich wollte gerade zur Polizeiwache und mal sehen, was da los ist. Musst du da hin? Naja, ich habe keinen Dienst. Wieso fragst du? Dann kommst du mit mir. Mason und Julia haben angeordnet, dass du den Abend mit uns verbringst. Und ich soll dich dahin schleifen, ganz egal wie. Ich gehe freiwillig. Warte. Hallo? Wer? Oh, nein, 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 tut mir leid, Sie haben sich verwählt. Wer war das? Falsch verbunden, Gott sei Dank. Ich bin schon langsam so weit, dass ich nicht mehr ans Telefon oder an die Tür jetzt gehen will. Dreh jetzt nur nicht durch. Wenn es ein Erpresser wäre, hätten wir doch mehr erhalten als dieses Geschnipsel. Ich glaube eher, dass es sich dabei um einen schlechten Scherz handelt. Vielleicht hat jemand einen Verdacht, aber ihm fehlen die Beweise. Aber warum sollte mich überhaupt jemand deswegen verdächtigen? Da war doch dieser Zeitungsartikel, der vor ein paar Wochen erschienen ist. Nein. Jemand weiß, dass ich Leo getötet habe und das ängstigt mich zu Tode. Immerhin könnte doch jemand mit diesem Wissen so ziemlich alles mit mir machen, was immer ihr auch einfällt. Wieso ihr? Wir beide wissen doch genau, wer das nur zu gerne gegen uns verwenden würde. Es ist ganz jetzt klar. Jetzt hör mal gut zu, wenn du da schon wieder Gina und Phyllis aber reinziehen Ethan, willst. Gina ist hinter dir her. Und um dich zu kriegen, würde sie alles tun. Du musst endlich aufhören, so zu denken. Hör endlich auf, davon zu reden. Damit verdirbst du uns doch alles. Merkst du das nicht? Dadurch, dass man Dinge nicht erwähnt, verschwinden sie nicht. Ich finde, es wird auch nicht besser, wenn wir davon sprechen. Ich gehe ran, ich gehe ran. Hallo? Mr. Escher? Ja. Entschuldigen Sie, dass ich Sie zu Hause störe. Ich bin die Sekretärin des Generalstaatsanwalts. Er ist heute Abend in Santa Barbara und möchte sich mit Ihnen treffen, um den Devlin-Fall durchzugehen. Den Devlin-Fall? Wieso? Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Er hat mich nur gebeten, Sie anzurufen und zu fragen, ob Sie in einer Stunde im Verhörzimmer sein könnten. Was? Das ist aber kurzfristig. Wissen Sie, wie spät es ist? Es tut mir leid, Sir, aber ich kann Ihnen versichern, dass es sich um eine dringende Angelegenheit handelt.
Doch wenn ich dem Generalstaatsanwalt ausrichten soll. Oh, nein, 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 ich komme. Ja, ich komme. Ich komme. Das war der Generalstaatsanwalt. Ich muss gehen. Wird es später? Ich weiß nicht. Das will ich nicht hoffen. Ich komme so schnell nach Haus, wie ich kann. Und falls du mich irgendwie brauchen solltest, ruf mich im Büro an. Komm schnell wieder zu mir. Das mache ich. Jetzt muss ich aber los. Das Problem ist, dass jetzt auch noch Nebel aufgekommen ist. Und ich kann irgendwo hinfliegen, noch können die anderen herfliegen. Bruce, der Nebel verzieht sich auch irgendwann wieder. Naja, wenigstens konnte ich vorhin noch mit Ihnen telefonieren. Das ist jetzt ungefähr eine Stunde her. Es war schön, Chip zu hören. Wer weiß, vielleicht kommen Sie noch rechtzeitig und ihr könnt zusammen Weihnachten feiern. Bei meinem Glück in letzter Zeit wage ich das sehr zu bezweifeln. Natürlich wäre das toll. Ich glaube, es war keine so gute Idee von euch, mich einzuladen. Naja, ich bin... Ich dachte, es wäre sicher ganz schön für dich, unter Freunden zu sein. Das ist sehr nett gemeint, aber ich kann jetzt kein Mitleid von meinen Freunden gebrauchen. Ich benötige Zeit und dann kriege ich das in den Griff. Das weiß ich. Mit Sicherheit bekommst du das in den Griff, aber deswegen musst du doch Weihnachten nicht unbedingt allein sein. Da sind wir! Tausend und ein versucht, den Gaumen zu verwöhnen. Bist du deiner Mami? Na, meine Kleine. Hey, ich verteile jetzt meine Geschenke. Aber ihr dürft sie erst am Weihnachtsmorgen aufmachen. Ich fange bei dir an, Cruz. Ach du meine Güte. Kelly, das ist mir sehr peinlich. Ich habe gar keine Geschenke für euch. Du kannst es mir ja wiedergeben, bis du mir was Teures besorgt hast. Da wir schon dabei sind, wir haben auch ein Geschenk für dich. Warte, ich geb's dir. Du meine Güte. Das ist für dich. Jetzt bin ich aber wirklich beschämt. So ist das Weihnachten. Das ist die Gelegenheit, Demut zu zeigen. Sekunde. Samantha hat auch was für dich. Na komm, such das Geschenk raus, was du für Onkel Cruz hast und gib es ihm, ja? Na los, gib's ihm schon. Ja, so ist es richtig gut gemacht. Das war gut, mein Schatz. Danke. Für dich? So, vielen Dank. Das ist sehr nett. Ich pack sie morgen aus. Ich muss jetzt leider gehen. Ich habe auf der Wache versprochen, auszuhelfen. Du willst doch jetzt nicht etwa arbeiten. Lässt sich das denn nicht umgehen? Na, irgendjemand muss es ja tun. Tja, es war trotzdem schön, euch alle zu sehen. Nochmal vielen Dank für die Geschenke. Ich werde mich dafür revanchieren. Du hast doch noch gar nichts gegessen. Sollen wir dir etwas einpacken? Ach nein, vielen Dank, Mason. Na schön, ein guter Gastgeber sollte nicht drängen. Danke. Also macht's gut. Du hast eine wundervolle Familie. Halt sie zusammen. Ich werde noch mal mit ihm reden. Cruz? Cruz, warte. Ach, Kelly, das war keine gute Idee. Mir ist nicht nach Gesellschaft zumute, sonst wäre ich jetzt in deinem Elternhaus. Ich finde, ich hätte gar nicht herkommen sollen. Es ist Weihnachten, du solltest nicht allein sein. Ich werde es überleben. Ich komme schon zurecht. Ich sehe doch, dass du versuchst, deine Gefühle zu verstecken. Also vermeidest du Situationen, in denen Gefühle aufkommen können. Es ist doch nichts verkehrt daran, sich mal bei anderen auszuholen. Das sage ich auch gar nicht. Das ist nur nicht meine Art, verstehst du? Möchtest du vielleicht, dass manche dich sonst für unmännlich halten? Wir wollen dir nur helfen. Wein dich ruhig aus bei mir. Du musst das nicht allein durchstehen. Frohe Weihnachten, Liebes. Wo willst du denn mitten in der Nacht noch hin? So spät ist es doch gar nicht. Es ist erst 9. So spät gehst du sonst jedenfalls nicht aus. Ich habe eine Besprechung. Du meinst doch eher ein Rendezvous, oder? Schon gut, Gina, ich weiß genau Bescheid. Hier ist die Sekretärin des Generalstaatsanwalts. Ich kann's nicht fassen, wie viel hast du gehört? Jede deiner schmutzigen kleinen Lügen. Es ist unglaublich. Du wirst nicht mal rot. Ich glaube, ich spinne. Meine eigene Mutter spioniert hinter mir her. Besser als ein anderer.
Das ist nicht gesagt. Und wie lange machst du das schon? Hast du schon unsere Gespräche belauscht und uns nachspioniert, als wir noch Kinder waren? Nein, natürlich nicht. Nur wenn ich der Ansicht war, euch nicht trauen zu können oder ihr unfähig wart, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Davon abgesehen habe ich nicht spioniert, ich habe euch beaufsichtigt. Und ich bin froh, dass du endlich zu Verstand gekommen bist und einsiehst, dass man sich im Leben nehmen muss, was man haben will. Manchmal muss man einfach ungeniert zugreifen, ohne lange zu fackeln. So lautet das Gesetz der Straße. Nur so überlebst du. Ich könnte das auch sehr gut ohne diese kleinen Tricks, wenn du dich nur nicht andauernd einmischen würdest. Ich hasse, was mit mir geschieht, und dass du das gut findest, macht es noch schlimmer. Na, offen gesagt weiß ich nicht, was du meinst. Was geschieht denn mit dir? Ich werde wieder so gemein wie früher, Mutter. Und ich habe mir geschworen, dass das aufhört. Aber ich kann es nicht mehr aufhalten. Ich kann Ethan einfach nicht vergessen. Nun, das ist verständlich. Ehrlich gesagt wäre ich hinter dem Mann auch her, wenn ich etwas jünger wäre. Das Problem ist nur, dass eigentlich alles ganz verkehrt läuft. Besonders jetzt, da ich weiß, dass er und Laura nur noch wegen des Mordes an Leo zusammen sind. Wieso konntest du uns nicht einfach in Ruhe lassen? Na fein, großartig. Willst du mir jetzt vielleicht auch noch irgendwelche Vorwürfe machen, weil du das bekommst, was du willst, ja? Na, was soll's, diesen Vorwurf lasse ich mir gern gefallen. Weißt du, alles, was ich für meine Kinder immer gewünscht habe, war das, was sie sich selbst gewünscht haben. Na toll, du siehst ja, wo wir jetzt stehen. Ich muss los. Hallo, Mac. Fröhliche Weihnachten. Ich hab's eilig. Wo willst du hin? Ich habe eine sehr wichtige Verabredung. Bis dann. Soll ich raten? Hallo, Schatz. Da, Gina geht dahin und trifft sich gleich mit ihrem weiteren Schicksal. Und warum ist sie dann so durch den Wind? Tja, sie hat gerade festgestellt, dass sie eben durch und durch eine Blake ist und dass sich daran auch nie etwas ändern wird. Es wird eine Weile dauern, bis sie sich daran gewöhnt hat. So, erzähl mal, was hast du mir mitgebracht? Oh, mach dir keine falschen Hoffnungen, die sind nicht alle für dich, verstanden? Ah. Oh, du fröhliche, oh, du selige Gar. Ich hätte gern noch etwas Zeit für mich selbst. Vielen Dank, dass ich zu euch kommen durfte und danke auch für die Hors d'oeuvre. Ich habe zu viele verspeist. Dann sehen wir uns also zum Fest, ja? Aber natürlich. Gut. Bis dann. Gute Nacht. Ich gehe gleich hier raus, wenn es euch reicht. Wie du willst. Ich möchte nicht in Cruz oder Kellys Haut stecken. Stell dir vor, du verlierst den Menschen, den du liebst, an jemand anderen. Julia, ich möchte mit dir an einen bestimmten Ort gehen. Jetzt? Ja. Und wenn wir wieder zurück sind, packen wir Samanthas Geschenk aus. Einverstanden? Was machen wir so lange mit Samantha? Wir holen Mrs. Cobb. Ich weiß, es ist Heiligabend, aber es ist wichtig und wir bleiben nicht lange. Wo willst du hin? Das wirst du sehen. Mein Weihnachtsgeschenk für dich ist dort und ich möchte es dir unbedingt heute noch geben. Also frag nicht lange und lass uns gehen. Was hast du vor, Kepler? Düstere und mysteriöse Dinge. Oh. Traust du dich, Näheres herauszufinden? Schönen Abend, Inspektor. Wer sind Sie? Ich habe Sie noch nie hier gesehen und ich kenne jeden Kopf hier. Mein Name ist Paddy. Ich bin gerade hierher versetzt worden von aus dem Norden. Ich bin zum Nachtdienst eingetragen und mache jetzt meine Runde. Ich habe zufällig gehört, was Sie am Telefon gesagt haben. Sie haben recht, ist ein ruhiger Abend. Sie brauchen nicht zu arbeiten. Wir haben alles unter Kontrolle. Wieso nehmen Sie nicht den Rest der Nacht frei und gehen nach Hause Weihnachten feiern? Nein, nein, ich werde irgendwelchen Papierkram erledigen. Es ist nicht so, dass ich was Besseres vorhatte, glauben Sie mir. Hören Sie, mein Freund, ein Mensch, der so in seiner Arbeit aufgeht, vergisst meistens zu leben. Sowas habe ich schon 100 Mal beobachtet. Früher dachte ich auch, außer meiner Arbeit gäbe es nichts. Und eines Tages habe ich gemerkt, dass das Leben an mir vorbeigeht. Inzwischen hatte man mich immer wieder weiterversetzt, von Stadt zu Stadt, wo ich den Dienst übernehme, den sonst keiner machen will. Naja, das ist schon in Ordnung für einen älteren Knaben wie mich, aber Sie sind doch noch ein junger Mann. Hä? Dass Sie um mich so besorgt sind, finde ich ja wirklich nett. Nur wissen Sie nichts von mir und das ist doch besser so. Wir haben alle unsere Probleme und müssen lernen, damit allein fertig zu werden. Sicher müssen wir damit fertig werden, das ist schon richtig. Aber wieso sollte man sich nicht ausweinen? Wieso sagt denn plötzlich alle Welt das Gleiche zu mir? Haben Sie meine Post gelesen oder was? Hören Sie, ich bin nur ein Arbeitskollege, der versucht, einem anderen Kollegen zu helfen. Ich hab's langsam satt, dass sich ewig jemand bei mir einmischt. Schlimm genug, dass das meine Freunde tun, aber von einem Fremden will ich das nicht hören, verstehen Sie? Was ist hier eigentlich los?
Die Sache ist schwieriger, als ich dachte. Naja, nur keine Sorge. Ich will meine Flügel. Es ist schließlich das erste Mal, dass wir Weihnachten nach langer Zeit zusammen sind. Und ich will nicht, dass sie das kaputt macht. Ist das klar? Und ich dachte, es sei bloß deine Schwester, die immer gleich das Schlimmste annehmen würde. Ich lasse nicht zu, dass uns irgendwas das Weihnachtsfest verdirbt. Ich möchte, dass dieses Weihnachtsfest das allerbeste wird, das wir jemals hatten. Na, dazu gehört nicht viel. Nein. Ich schätze, du erinnerst dich nicht unbedingt an viele schöne gemeinsame Weihnachtsfeste. Ich möchte das wieder gut machen, Schatz. Vergiss es. Das ist lange her. Nein, ganz ehrlich, Mac. Ich habe endlich die lang ersehnte Gelegenheit, meinen Kindern etwas Gutes zu tun. Und das tue ich jetzt auch. Einverstanden. Wir machen es uns schön. Oh, vielleicht sind das die Sternsinger. Wer weiß. Wäre das nicht herrlich? Ich wollte auch gerne mitfeiern. Tja, da bist du bei uns leider falsch. Hier gibt es keine Feier. Außerdem siehst du so aus, als hättest du für heute Abend bereits genug gefeiert. Oh, nun hör sich doch mal einer dieses Muttertier an. Hallo, Laura. Hallo, Mac. Wo ist Gina? Und wo ist Ethan? Ich meine, sie sind doch hier, oder? Oh, verstecken sie sich? Wo soll ich denn zuerst suchen, ha? Wie kommst du darauf, dass sie bei uns sind? Eine logische Folgerung. Ich habe versucht, Ethan zu erreichen und in seinem Büro ist er nicht. Und natürlich gehe ich davon aus, dass er mit Gina zusammen ist. Und da Gina hier wohnt, ist doch ganz einfach. Aber leider ist Gina nicht hier und ich weiß weder, wo sie ist, noch wer vielleicht bei ihr ist. Oh, nicht. Doch Sie glauben doch wohl nicht, dass ich Ihnen das abkaufe. Sie leben doch praktisch dafür, dass Sie immer alles wissen. Sie sind bestens informiert, wenn es um andere geht. Laura, soll ich dich nicht lieber nach Hause bringen? Ist das ein Angebot? Ach. Oder bloß Teil eurer Strategie? Gehört das vielleicht auch zu dem Plan deiner Mutter, meine Ehe vollends kaputt zu machen? Das bildest du dir doch bloß ein. Na komm, ich bring dich nach Hause. Sehen Sie, ich weiß ganz genau, dass die zwei irgendwo zusammen sind. Und ich weiß, dass sie die beiden decken. Ich weiß sehr gut, was sie vorhaben. Aber sie werden eine furchtbare Pleite erleben, denn sie haben anscheinend nicht die geringste Ahnung, wer hier eigentlich vor ihnen steht. Dann bringe ich dich mal lieber schnell nach Hause, bevor sie das noch herausfindet, ja? Ich bin gleich wieder da. Hallo? Ethan, du bist schon da. Gina, was soll das hier alles? Ich wusste nicht, wie ich dich sonst sehen könnte. Dann warst du das am Telefon. Oh, Gina, ich wollte vor Weihnachten noch mal mit dir zusammen sein. Das hätte ich nicht von dir erwartet. Ich habe dir doch meine Situation klar gemacht. Es geht nicht. Ich kann nicht hierbleiben. Nein. Nicht, warte einen Moment, bitte. Ich erkläre dir das. Ich wollte dich ja bitten, zu mir zu kommen, doch das hättest du nicht gemacht. Und ich konnte dich ja schlecht zu Hause besuchen, so wie Laura sich zurzeit anstellt. Na los, ich will doch nur ein Gläschen Champagner mit dir trinken. Setz dich. In Ordnung? Nein, tut mir leid, das geht nicht. Was ist denn los? Nun, ich denke, das weißt du sehr gut. Die Tür ist zu. Wo ist der Schlüssel? Was? Ich habe keinen Schlüssel. Ich bin es garantiert nicht gewesen. Die Tür muss von außen zu sein. Jetzt kannst du dein Geschenk betrachten. Du willst mir eine Kirche schenken? Das finde ich.
nett von dir. Aber ich wünsche mir eine Kathedrale. Falsch geraten. Na gut. Sag mal, wenn ich nah dran bin. Gleich wird ein Chor singen. Eine Heavy Metal Band? Heute Nacht nicht. Aber du wirst eine kleine Rede von mir ertragen müssen. Ich bin ein ergebener und guter Zuhörer. Ich hätte niemals geglaubt, dass ich mal eine Frau finden würde, die bereit ist, mit mir den Rest ihres Lebens zu verbringen. Besonders, wenn sie gemerkt hat, wie verrückt ich bin. Aber du hast mich überrascht, indem du alle Vorsicht über Bord geworfen und Ja gesagt hast. Und dennoch hatte ich die ganze Zeit furchtbare Angst, dass du irgendwann wieder zur Vernunft kommen und mich verlassen würdest, was verständlich wäre. Doch das möchte ich natürlich sehr gerne vermeiden. Und zur Bekräftigung unserer Ehe würde ich gern die Zeremonie nochmal wiederholen. Kurz gesagt, würdest du mir die Ehre erweisen, mich hier vor dem Altar noch einmal zu heiraten? Wie darf ich deine Antwort verstehen? Ist das ein Ja? Ja, natürlich. Hier, Kelly, falls du zufällig nach ihm suchst. Ich weiß, er... sein Zimmer ist leer. Und warum hängst du ausgerechnet hier rum? Gefällt dir die Atmosphäre? Ich wüsste wirklich nicht, wo ich sonst hin soll. Offenbar gibt es reichlich viele verlorene Seelen in Santa Barbara, nicht? Das ist gar nicht witzig, Rick. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das geht dir ganz schön an den Nieren, nicht? Ich finde, das geht dich wirklich nichts an, wenn ich das mal so sagen darf. Ich wollte dir nur als Barkeeper etwas Unterhaltung anbieten. Entschuldige, das wird von uns erwartet. Wir sind so etwas wie Amateurpsychologen. Ich suche eher einen Freund. Wer tut das nicht? Ist es wirklich so offensichtlich, das mit mir und Robert? Es ist offensichtlich, dass du unglücklich bist. Dafür umbringen, dass ich auf den Kerl reingefallen bin. Solche Sachen lassen sich schließlich nicht planen.
soll ich mich deswegen vielleicht besser fühlen, weil es keine Absicht war? Ob du dich besser fühlst oder nicht, liegt ja wohl ganz allein an dir. Natürlich kannst du ja auch in Selbstmitleid versinken, von mir aus die ganze Nacht. Bist du immer so direkt mit deinen Kunden, sag mal. Was willst du? Willst du dich besser fühlen oder willst du Mitleid? Dann geh heim zur Mama. Du willst eine Antwort? Dann ruf die Auskunft an. Brauchst du einen Freund? Dann weißt du, wo einer ist. Ich habe eigentlich kein Problem damit, rauszufinden, was ich will. Nur wie ich es dann kriegen soll, weiß ich leider nicht. Keine Sorge, Mr. Castillo, Sie haben uns noch rechtzeitig gerufen. Es waren diese verdammten Lichter vom Weihnachtsbaum. Es ist nicht meine Schuld. Mr. Castillo, kommen Sie zurück! Gott, bitte, könnten wir das Feuer löschen? Wir brauchen dieses Haus schließlich noch. Daran, wie wir damals hier gekniet haben. Ein Pater Saris, der immer wieder vergaß, was er sagen wollte. Ja, genau. Und ich hatte deswegen ein Wahnsinnsmitleid mit ihm. Das war ja auch kein Wunder. Denn anschließend hast du selbst dein Eheversprechen vergessen. Und dann hast du die Einkaufsliste heruntergebetet. Das tat ich aber von ganzem Herzen und mit Gefühl. Egal. Inmitten von diesem ganzen Chaos haben wir trotzdem geheiratet. Und dabei haben wir uns gegenseitig ewige Liebe geschworen. Und ewige Treue. So, und hier sind wir jetzt. Ein wenig weiser. Nein, älter. Du sicherlich nicht. Das Einzige, was sich sonst seitdem nicht geändert hat, ist die überwältigende Liebe, die ich für dich empfinde. Und hier, vor Gott und dir, entschuldige ich mich voller Reue für alles, womit ich dir wehgetan habe. Und gebe dir das feierliche Versprechen, dich immer zu achten und zu ehren und dich ewiglich zu lieben. Bis an das Ende meiner Tage. Das ist mein Weihnachtsgeschenk an dich. Ein Versprechen, das ein ganzes Leben lang gilt und einzulösen ist. Ich liebe dich, Julia. Ich bin davon überzeugt, dass früher oder später jemand vorbeikommt und das Licht unter der Tür sehen wird. Eins würde ich zu gerne wissen. Weswegen hast du das hier alles inszeniert? Deinetwegen. Ich kann dich einfach nicht vergessen. Die Vorstellung, dich eine ganze Weile nicht sehen zu können, ist beängstigend, ist schrecklich. Ich war verzweifelt. Ach, Gina, du weißt doch, dass ich... Ich bin an Laura gebunden. Du kennst die Situation. Und ich... Ich halte es für sehr viel sicherer und vernünftiger, wenn wir uns die nächste Zeit nicht so oft sehen. Wieso nicht? Weil ich stark befürchte, dass wir...
irgendwann etwas tun, das wir dann später vielleicht bitter bereuen. Ich weiß nicht, was es da zu bereuen gibt. Sag mir die Wahrheit, Ethan. Hast du denn niemals an mich gedacht? Natürlich denke ich an dich. Ständig. Ich will Laura nicht wehtun. Ich weiß nicht, ob du das verstehst. Das gefällt mir an dir. Die meisten Menschen wissen zwar, was gut und was falsch ist, aber du lebst auch danach. Ich wäre auch gern so. Ja. Aber du bist ein viel besserer Mensch, als du es von dir selbst behauptest. Ich bin gut, wenn ich in deiner Nähe bin. Deswegen möchte ich dich auch häufiger sehen. Wir amüsieren uns gut, wenn wir zusammen sind. Und um ganz ehrlich zu sein, schafft es kein Mensch, mich so zum Lachen zu bringen wie du. Das freut mich zu hören. Oh ja. Doch das ist nicht alles. Was ist es noch? Sag es mir, Ethan. Also, ich weiß nicht recht weiter. Es scheint einfach überhaupt nicht zu funktionieren. Ich habe das Gefühl, dass Cruz immer deprimierter wird. Was soll ich denn bloß noch machen? Wahrscheinlich erfordert die Situation etwas drastischere Maßnahmen. Eine Flut vielleicht? Ganz so dramatisch muss es ja nicht gleich sein, aber ebenso wirkungsvoll. Etwas, das seine Aufmerksamkeit erregt. Brauche Hilfe. Lieber Gott, ich brauche Hilfe. Und zwar dringend. Gina. Ich finde, wir sollten jetzt langsam daran gehen, die Tür zu öffnen. Ich fürchte, wir müssen schon darauf warten, dass jemand von außen aufschließt. Nun, vielleicht geht es ja auch ohne Schlüssel. Ich versuche es einfach mal mit meiner Kreditkarte. Aber wenn du das tust und es funktioniert, dann müssen wir gehen. Oh, ich glaube, wir sollten hier so schnell wie möglich verschwinden. Na schön, also gut. Probier's. Oh. Ich darf dich nicht auch noch verlieren, das lasse ich nicht zu. Ich werde dich nicht verlieren. Koste es, was es wolle. Thank you.
Vielleicht liegt das ja nur an Weihnachten, ich weiß es nicht. Aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich wollte verhindern, dass das alles passiert. Bitte, Herr. Gehört. Was ist passiert? Ich habe das Auto nicht mal gesehen oder gehört. Fehlt Ihnen was? Das frage ich Sie, mein Freund. Alles in Ordnung. Was? Ich wurde doch nicht überfahren. Sicher nicht? Moment mal. Was ist hier eigentlich los? Cruz, Sie sehen Ihr Leben jetzt gleich mit ganz anderen Augen. Und ich werde es Ihnen zeigen. Thank you.